Als Kind und ehrlich gesagt immer noch liebe ich die Zeichentrickserie DuckTales. Die fantasievollen Abenteuer von Dagobert Duck und Co. fand ich schon immer wesentlich spannender als so manche andere Serie. Als Kind hatte ich DuckTales für den Gameboy und liebte das Spiel ähnlich wie die Serie. Dieses war allerdings nur eine Portierung der NES-Variante und genau diese Version schauen wir uns dieses Mal an. Was taugt DuckTales für das NES heute noch? DuckTales erschien 1990 in Europa für den Gameboy und das NES. Entwickler und Publisher ist Capcom. Einige Entwickler der Mega Man-Serie waren hier beteiligt, was man dem Spiel auf jeden Fall auch anmerkt. Das Spiel verkaufte sich sehr erfolgreich und wurde zu einem der Top-Seller von Capcom. Ein Remaster des Spiels erschien 2013 für Xbox 360, PlayStation 3, Wii U und den PC. Die Story ist NES-typisch relativ einfach gestrickt. Onkel Dagobert bereist die Welt und darüber sogar hinaus, um einige besondere Schätze für seine Sammlung zu bergen. Dies alles tut er natürlich wieder, um seinen alten Konkurrenten, den McMoneysack, zu übertreffen. In diesem Action-Plattformer erwarten euch insgesamt 5 Level. Die afrikanischen Minen, der Amazonas, der Himalaya, Transsilvanien und sogar der Mond. Auf eurer Reise begleitet euch euer teurer Gehstock, welcher vielseitig einsetzbar ist. So könnt ihr wie auf einem Pogo-Stick auf ihm hüpfen. Dieses hilft euch, um über Gefahren wie zum Beispiel Stacheln zu gelangen oder ganz einfach auf höher gelegene Plattformen zu springen. Außerdem könnt ihr auf diese Weise auch die vielfältigen Gegner erledigen. Dazu springt ihr einfach mit dem Stock auf dem Kopf, wenn ihr normal auf sie springt, verletzt ihr euch. Außerdem könnt ihr mit dem Gehstock einige Hindernisse wie kleinere Steine wegschießen. Mit diesen Fluggeschossen könnt ihr auch Gegner erledigen. Auf diese Weise kämpft ihr euch durch die sehr variantenreich gestalteten Level. Diese sind nicht sehr linear aufgebaut und laden mit versteckten Durchgängen und allerlei Geheimnissen zum ausgiebigen Erkunden ein. Habt ihr einen geheimen Abschnitt gefunden, werdet ihr meist mit zusätzlichem Leben oder mit mehr Lebensenergie belohnt. Am Levelende erwartet euch jeweils ein Boss, der den großen Schatz bewacht. Auf dem Weg dorthin erwarten euch eine Vielzahl unterschiedlicher Gegner, welche passend zum Level gestaltet sind. So erwarten euch in Transsilvanien Mumien und im Dschungel Gorillas und ähnliches Getier. Habt ihr alle Schätze eingesammelt, geht es zum großen Showdown in Transsilvanien und danach das Rennen mit McMoneysack. Habt ihr diesen schlussendlich besiegt, erwarten euch eines von 3 verschiedenen Enden. Diese variieren je nachdem ihr im Spiel abgeschnitten habt. Dagoberts Begleiter aus der Serie haben in diesem Spiel selbstverständlich auch einen Gastauftritt. So trefft ihr auf Tick, Trick und Track an bestimmten Stellen, welche euch mit Tipps zu Geheimnissen oder dem Weiterkommen weiterhelfen. Auch Quack, der Bruchpilot, ist am Start und kann euch an bestimmten Stellen zurück zur Levelauswahl bringen. Dagobert ist auf seiner Reise also nicht auf sich alleine gestellt. Es erwarten euch allerdings nicht nur Dagoberts Freunde, sondern auch einige seiner Feinde. So trefft ihr zum Beispiel auf die berüchtigte Panzerknackerbande oder andere seiner Erzfeinde. Die Steuerung ist dabei so geworden, wie sie sein sollte. Knackig genaue Steuerung macht euch das Erkunden der Weltenvielfalt einfach. Sprünge werden hier präzise ausgeführt und schwammige Steuerungen sind hier kein Problem. Nicht nur beim Gameplay, sondern auch bei der Grafik und dem Sound glänzt das Spiel. Allgemein merkt man dem Spiel an, dass es relativ spät im Lebenszyklus des NES erschienen ist und viel aus der Rechenleistung herausgeholt wurde. Die Grafik ist sehr abwechslungsreich und detailliert gestaltet. Ihr werdet durch dichte Dschungel und verschneite Bergspitzen geführt. Die Gegner sind dabei sehr gut animiert und vielfältig. Jedes Level bietet so seine ganz eigene Atmosphäre. Unterstützt wird es dabei durch eine der besten 8-Bit-Soundtracks, die es gibt. Jedes Level hat seine eigene Hintergrundmusik und nicht umsonst gilt die Musik vom Mondlevel als eines der besten 8-Bit-Musikstücke, die es gibt. Was taugt DuckTales für das NES also heute noch? Das Spiel ist eines der Must-Haves für das System. Wenn ihr einen richtig guten Action-Plattformer spielen wollt, dann greift hier zu. Der einzige Wermutstropfen ist leider der eher geringe Umfang. Wenn ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr das Spiel in locker einer halben Stunde durchspielen. Dann dürftet ihr jedoch nicht alle Geheimnisse gefunden haben. Eine klare Kaufempfehlung also. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.